Ich höre immer noch nichts. Kein Signal vom Kometen Djurin. Die Raumfahrtsonde Philae sendet momentan leider keine Daten, denn ihre Akkus sind leer. Das finde ich schade. Andererseits fasziniert es mich, dass es der Europäischen Raumfahrtsbehörde ESA gelungen ist, mit ihrer Raumfahrtsonde Philae auf einem Kometen zu landen. Einige sagen, das ist hinausgeschmissenes Geld. Ich denke da an einen Raumfahrtswissenschaftler, Wolfgang Baumjohann. Er hat auch mitgebaut an dieser Sonde. Er meinte, es ist wichtig, viel Geld in so ein Projekt zu stecken, denn es hilft zur Grundlagenforschung. Und wenn wir die Grundlagen des Universums besser kennenlernen, dann hilft das auch wieder zum technologischen Fortschritt. Dass wir heute zum Beispiel Smartphones haben, das haben wir vor allem auch der Grundlagenforschung zu verdanken. Was dieser Wissenschaftler Baumjohann sagt, das überzeugt mich. Die grundlegenden Zusammenhänge des Universums zu erforschen, das kann uns helfen, Fortschritte zu machen. Huh, was ist das? Ein Signal vom Propheten Djurin? Was ist das? Schaut nach Buchhaus. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, steht da. Das klingt nach Grundlagenforschung. Hier behauptet jemand, dass Himmel und Erde, das heißt für mich der ganze Kosmos, einmal vergehen werden, doch dass nur seine Worte bleiben. Ich kenne diese Worte, sie stammen von Jesus und ich bin überzeugt, was er sagt, das gilt. Und es gibt Halt. Auch wenn alles andere, vielleicht sogar auch einmal der ganze Kosmos zusammenfällt. Deshalb will ich mein Leben auf diese Grundlage bauen. Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte werden nicht vergehen.